Sachsen-Anhalt. Mehr als ein Jahr Pandemie. Wir haben viel durchgemacht. Wir sind zu Hause geblieben, haben unsere Kinder selbst unterrichtet und konnten unsere Großeltern nicht besuchen. Wir haben Feste gearbeitet und nicht gefeiert. Irgendwann werden wir die Pandemie besiegt haben. Und die Landesregierung wird sagen, sie hätte alles richtig gemacht. Also einfach weiter so? Vor uns liegen große Herausforderungen. Kinder- und Altersarmut, ungleiche Löhne und Renten in Ost und West. Besser ist, die Herausforderung anzugehen. Während der Krise gab es viele Gewinner. Amazon, Aktionäre und die, die sowieso schon zu viel haben. Besser ist eine Vermögensabgabe, damit am Ende die Richtigen bezahlen. Und wenn wir schon beim Geld sind, was bringen Novemberhilfen, wenn sie erst im Februar ankommen? Besser sind direkte Finanzhilfen. Unbürokratisch, sofort. Die Mehrzahl der Menschen hätte schon geimpft sein können. Aber die Impfstrategie der Regierung ist ein Chaos. Besser wäre gewesen, Erzieherinnen und Lehrkräfte sofort zu impfen, denn sie sind systemrelevant. Apropos systemrelevant. Pflegekräfte müssen endlich anständig bezahlt werden. Dafür muss das Gesundheitswesen in staatliche Hand. Besser ist, Patientinnen und Nicht-Profit in den Mittelpunkt zu stellen. Deshalb wollen wir die Richtung ändern, damit nicht alles beim Alten bleibt. Besser ist eine gerechte Zukunft für alle. Besser am 6. Juni die Linke wählen. Ich bin Eva von Angern und ich bitte um Ihre Stimmen für die Linke.